O Pfälzerland, wie schön bist du! Man kann es kaum glauben, schon wieder ist ein Jahr vergangen, seitdem diese Klänge von Juventus Vocalis den Herbstempfang 2017 musikalisch umrahmt haben. Aber auch 2018 nutzt der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises den Herbstempfang, um die Geschehnisse des zurückliegenden Jahres Revue passieren zu lassen. Und erneut ist es dem Gemüsegarten Deutschlands gelungen, wissenschaftlich, kulturell, sportlich und gesellschaftlich neue Maßstäbe zu setzen. Dabei hatten es bereits die letzten Monate 2017 so richtig in sich. In Kleinniedesheim wurden Bürgerinnen und Bürger, die sich besonders im Kreis engagiert haben, von Landrat Clemens Körner mit dem Ehrenpreis des Weinpaten ausgezeichnet. Über den Kulturförderpreis 2017 der Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz konnte sich das Kartoffelmuseum Infus Gönnheim freuen. Im Rahmen einer Feierstunde wurden 2500 Euro an Dr. Ludwig von Heil, den Vorsitzenden des Museums, übergeben. Gedankt wurde außerdem den Helferinnen und Helfern, die sich in Fragen der Integration von Migranten besonders eingebracht haben. Das Dankeschönfest wurde mit Musik und einer Theateraufführung untermalt. Rund um die Gesundheit drehte es sich am Wochenende des 10. und 11. November bei der Gesundheitsmesse in Schifferstadt, zu der die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises in das Bildungszentrum einlud. Informationsstände und Fachvorträge informierten die Gäste eindrucksvoll rund um das leibliche Wohlergehen. In der Kulturscheune in Hahnhofen wurden Freunde des Buches vom Landrat gemeinsam mit Ortsbürgermeisterin Friederike Ebli begrüßt. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere Mitwirkende des Kreisjahrbuchs 2018, dessen 34. Band vorgestellt wurde. Kurz vor Jahresabschluss feierte die Schutzhilfe des Jugendamtes des Rhein-Pfalz-Kreises in Limburger Hof ihr 40-jähriges Jubiläum. Bei einem Festakt gab der Kreisbeigeordnete Bernd Kukatzki Einblicke in die Arbeit der letzten 4 Jahrzehnte und unterstrich den Stellenwert der Einrichtung. Auch monetär sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Nach einem ausgeglichenen Haushalt 2017 beschloss der Kreistag am 4. Dezember in der Kulturhalle Waldsee die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 einstimmig. Auch 2018 konnten somit zahlreiche und notwendige Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt werden. In Zeiten knapper kommunaler Kassen das i-Tüpfelchen auf einem erfolgreichen Jahr. Weihnachtsgeschenke verteilten dann auch noch die Stiftungen der ehemaligen Kreissparkasse. Kunst-, Kultur- und Sporttreibende aus dem Kreis konnten sich insgesamt über mehrere tausend Euro freuen. Zu einem Konzert unter dem Titel Weihnachtliches Musizieren lud der Fuß-Gönnheimer Spielkreis in die protestantische Kirche Mutterstadt ein. Zum Mitsingen waren die Gäste ebenso eingeladen, wie einfach nur den wunderschönen Klängen der weihnachtlichen Musik zu lauschen. Das gesamte Konzert mit wirklich außergewöhnlichen Musikschülerinnen und Schülern wurde mit frenetischem Beifall der Anwesenden belohnt und stellte eine, nicht nur weihnachtliche, Highlight-Veranstaltung zum Jahresabschluss dar. Traditionell gehört der Besuch der Sternsinger im Kreishaus zu einem der ersten offiziellen Termine des neuen Jahres. Die Friedensbotschaft der Weihnacht wurde gemeinsam mit dem Segen 2018 für die Verwaltung, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überbracht. Unmittelbar zu Jahresbeginn standen dann aber auch bereits die ersten Herausforderungen vor der Tür. Andauernde Regenfälle brachten die Fährverbindung Altrip-Mannheim kurzzeitig zum Erliegen. Eine geschlossene Wasserdecke versperrte die Abfahrts- und Zugangswege. Aber die Rheinfähre Altrip GmbH konnte sich auch über positive Neuigkeiten freuen. In Anbetracht der Tatsache, dass die im Einsatz befindliche Fähre an die Grenze ihrer technischen Betriebszeit gekommen ist und Reparaturarbeiten im 6-stelligen Bereich zu erwarten sind, hat sich die Gesellschafterversammlung dazu entschlossen, ein neues, 24 Autos umfassendes Fährschiff für rund 3,5 Millionen Euro anzuschaffen, womit die Leistungsfähigkeit der Fährverbindung für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt werden kann. Auch zahlreiche Neujahrsempfänge umrahmen standesgemäß die ersten Wochen eines neuen Jahres. Mutterstadtsbürgermeister Hans-Dieter Schneider lud beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger hierzu ins Palatinum. Limburger Hofsbürgermeister Dr. Peter Kern hat ebenfalls im Januar in den Kultursaal eingeladen. Dr. Kern genoss dabei seinen letzten Neujahrsempfang als Bürgermeister, da er zu den Wahlen im März nicht mehr angetreten ist. Die zahlreichen Gäste genossen quer durch den Rhein-Pfalz-Kreis also gelungene und unterhaltsame Abendstunden. Zur närrischen Jahreszeit empfing Landrat Clemens Körner gemeinsam mit den Kreisbeigeordneten Manfred Gräf und Volker Knörr die karnevaltreibenden Vereine aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit den jeweils amtierenden Fasnachtsprinzessinnen.
Dabei konnte unter Beweis gestellt werden, dass der Rhein-Pfalz-Kreis auch in der fünften Jahreszeit bestens aufgestellt ist. Im Februar übergab der Fuß-Gönheimer Spielkreis außerdem 12.000 Euro Spendengelder an den Freundeskreis Rad Wiliskis Speyer e.V. Die Spende setzt sich zum Großteil aus Auftritten des Spielkreises zusammen. Aber auch Firmen, Privatpersonen sowie der Rhein-Pfalz-Kreis selbst spenden jährlich Geld, um die gute Sache zu unterstützen. Der Erlös kam einem Waisenhaus in Litauen zugute. Die Spende reicht, damit ca. 300 Kinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen. Ein besonderer Dank gilt auch im zurückliegenden Jahr wieder allen Feuerwehr- und Rettungskräften, die rund um die Uhr ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Der Einsatz der mutigen Helferinnen und Helfer kann meist nicht genug gewürdigt werden. Für ihre jeweils 25-jährige aktive und pflichtgetreue Tätigkeit bei der Feuerwehr wurden drei Kameraden exemplarisch aus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim geehrt. Bürgermeister Stefan Feeth und Wehrleiter Christopher Diehl überreichten dabei das silberne Ehrenabzeichen. Die Weinpaten wurden zur Rosenpflanzung und zum Rebenschnitt in den Landrat Zwingert nach Kleiniedesheim zum Weingut Merkel eingeladen. Bereits zum vierten Mal fand im Beisein der amtierenden pfälzischen Weinprinzessin die Rosenpflanzung statt. Bei Schnee und frostigen Temperaturen gab es Einblicke in die Arbeiten am Wingert, ehe die Gemüter durch Glühwein und Kartoffelsuppe wieder gestärkt wurden. Ein besonderes sportliches Highlight stellte wieder einmal die Kreissportschau dar. Für Vereine und Gruppen im Rhein-Pfalz-Kreis bot sich abermals die Möglichkeit, ihre Vereinssportattraktionen mit Showcharakter einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Stella Holscher, amtierende Karate-Weltmeisterin, wurde im Rahmen der Kreissportschau zur Sportlerin des Jahres 2017 ernannt. Im April gastierte der A Cappella-Chor Singer Pure im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Repertoire reichte dabei von Mittelalterklängen bis hin zum zeitgenössischen Volkslied. Sowohl die künstlerische Qualität als auch die Lust am Experimentieren begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch in Sachen Bildung, Kultur und Nachwuchs war der Rhein-Pfalz-Kreis wieder stark vertreten. Egal ob beim Diktatwettbewerb an der Realschule Plus in Bobenheim-Roxheim oder beim Vorlesewettbewerb. Der Kreis konnte zahlreiche Schülerinnen und Schüler zu Bestleistungen motivieren und dabei Talente fördern. Im Paul-von-Denis-Schulzentrum fand der diesjährige Musikschultag statt. Bei der öffentlichen Veranstaltung konnte die Kreismusikschule wieder ihr buntes Spektrum vorstellen. Unter der Leitung von Christoph Rutz konnten sich viele Gruppen der Musikschule den interessierten Gästen präsentieren. Dabei nutzten kleine und große Kinder die Gelegenheit, sich selbst an den Instrumenten auszuprobieren. Ebenfalls musikalisch war es bei einer Jazz-Matinee im Golfclub Kurpfalz. Bei der Benefizveranstaltung des Rotaria-Clubs Limburger Hof Vorderpfalz konnten zahlreiche Gäste begrüßt werden. Die Veranstaltung unterstrich nicht zuletzt das gelebte soziale Engagement im Kreis. So langsam setzte sich das gute Wetter mit aller Macht durch, die Natur spross mit voller Kraft und die Menschen zog es ins Freie. So auch die drei Landräte aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, aus dem Landkreis Germersheim und aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Die drei Landräte erlebten bei einer Wandertour an den Grenzen ihrer Landkreise gemeinsam mit Wanderfreunden die Schönheit der heimischen Landschaft. Die Veranstaltungen unterstrichen generell auch 2018 wieder, dass der Kreis eine ganz breite Palette an Interessen bedienen kann. Während in Dannstadt-Schauernheim beispielsweise der 31. Mundartwettbewerb stattfand, bei dem jeder mitmachen konnte, der sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlte, konnte man sich in Maxdorf fast zeitgleich zum Airbrush Camp 2018 anmelden, bei welchem vier der weltbesten Airbrush-Künstler ihr Können vermittelten. Die internationalen Stars der Szene lockten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Rhein-Pfalz-Kreis. Zahlreiche umgesetzte Infrastrukturmaßnahmen sorgen dafür, dass das ländliche Leben auch in Zukunft attraktiv gestaltet werden kann. Die Erschließung der Fohlenweide beispielsweise, Investitionen in die örtliche Lebensmittelnahversorgung und die Installation moderner Elektroladestationen dienen hier als Beispiele par excellence. Der Fuß-Gönheimer Spielkreis der Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis hat abermals ein Musiktheater einstudiert. Dieses Jahr wurde Jim Knopf und die Wilde 13 zur Aufführung gebracht. Das Theaterstück war eine Fortsetzung der letztjährigen Aufführung Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Unter der Leitung von Biene Stoll begeisterte das fröhliche und turbulente Musiktheater das Publikum.
Auch die unzähligen Feste und Märkte machten wieder einmal Werbung weit über die Grenzen der Region hinaus und vermochten es, tausende Gäste in den Rhein-Pfalz-Kreis zu locken. Egal ob beim Bauernmarkt oder beim großen Mittelaltermarkt zum 1150. Jubiläum Schifferstadts. Künstlerisch, literarisch und unterhaltsam wurden Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschaffen, auf denen alle Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kamen. Und so neigt sich auch der diesjährige Jahresrückblick dem Ende zu. Aber bei aller Hitze im Jahrhundertsommer wartete der Kreis mit zwei weiteren Höhepunkten auf. Die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises, Heidi Wittmann, lud im August zur Eröffnung der Ausstellung Frauenpolitischer Aufbruch – Der Kampf um das Frauenwahlrecht. Die Ausstellung lieferte Hintergründe und Wissenswertes zu 100 Jahren Frauenwahlrecht und zeigte Porträts von Frauen, die sich für das Wahlrecht stark gemacht haben. Am ersten Samstag im September fiel erneut der Startschuss für die atemberaubende Wasserprozession in Bobenheim-Roxheim. Bunt geschmückte Boote zogen dabei über den Roxheimer Altrhein und begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer. Krönender Abschluss war die heilige Messe auf der schwimmenden Altarinsel. Rückblickend also wieder mal ein sehr ereignisreiches Jahr im Rhein-Pfalz-Kreis, in dem so einiges geleistet und mit Bravour gemeistert wurde. Auf ein erfolgreiches Jahr 2019!